Guten Morgen, wir sind heute den zweiten Tag in unserer Ferienwohnung in München. Es regnet und das ist insofern schlecht, weil heute eigentlich mein Shooting hätte stattfinden sollen für meine Website. Wir haben es jetzt abgesagt, weil genau in den Stunden, wo es stattgefunden hätte, soll es am meisten regnen. Ich bin ziemlich traurig, muss ich sagen. Es war schon alles organisiert, dass mein bester Freund mitkommt und dass der so ein bisschen Assistenz dort macht. Ich hatte natürlich auch einen Termin bei einer Visagistin, die mich hergerichtet hätte. Also ja, ich bin schon enttäuscht, muss ich sagen, weil ich mich auf die neuen Bilder gefreut hatte und auch darauf, dass ich einfach ja eine neue Homepage machen kann oder die Homepage aufmöbeln kann. Jetzt müssen wir das Ganze verschieben, wahrscheinlich ins Frühjahr rein. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt dann erstmal eben mein bester Freund, der Veit, hierher. Christian ist gerade noch einkaufen, wir haben ja überhaupt nichts hier und dann werden wir erstmal zusammen frühstücken und dann überlegen wir, was wir heute einfach noch machen, was auch der Kleinen Spaß macht. Jetzt ist es halt ein verlängerter Familienurlaub, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber wie gesagt, ich hätte mir halt schon gewünscht, dass diese Bilder in den Kasten kommen. Christian ist gerade mit den Einkäufen fürs Frühstück zurückgekommen. Es gibt Eier, dann für heute Mittag oder so, oder einfach mal als Reserve Nudeln und Tomatensoße, wenn alle Stricke reißen, dass wir es da haben. Was willst du? Backen! Ja, hier können wir schlecht backen, mein Schatz. Hier haben wir ja gar nichts da. Dann einmal Nüsse, zweimal Käse. Hier hinten ist Joghurt und Marmelade. Was ist denn das für eine Marmelade? Eine Himbeermarmelade. Dann haben wir ein bisschen Wurst, Putenbrust und Butter. Ein bisschen Obst. Natürlich dürfen für Luisa Weintrauben nicht fehlen. Leinsamen und Haferflocken. Hier ist auch noch mal ein bisschen Wurst. Und es war schon beim Großen und Ganzen. Bisschen Croissants, eine Brezel und da sind, glaube ich, auch noch mal Semmeln drin. Genau. Und das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Tisch gedeckt und ich finde, es sieht total lecker aus. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Und jetzt warten wir noch auf den Veit und dann geht's gemütlich mit Frühstücken los. Hallo. Was ist denn da drauf auf dem Kleid? Leoparden. Leoparden, genau. Magst du noch eine Banane? Die Betty? Die Betty hat dir das geschenkt. Wer ist denn die Betty? Die Tochter vom? Ich kann es dir nicht sagen, wie der heißt. Ich kenne ihn nicht. Wie heißt denn der noch größer ist als der Veit? Sowas gibt's? Noch größer als ich? Oh. Tina. Tino. Den ganzen Tag regnet es ohne Unterlass. Doch der Maulwurf und seine Freunde lassen sich vom Wetter nicht die Laune verderben. Regenschirm. Wir hatten jetzt echt einen super entspannten Vormittag und haben ganz viel gequatscht. Das war richtig, richtig schön. Und jetzt fahren Luisa, Christian und ich ins Deutsche Museum. Da gibt es eine Kinderausstellung mit Spiegelkabinett und so weiter und so fort. Die müsst ihr auch geöffnet haben. Toi, 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 ich habe extra nachgeschaut. Hoffentlich klappt das wenigstens. Da werden wir dann so ein Stündchen oder so drin verbringen, damit die Mama nicht zu lange alleine ist. Aber das ist jetzt mal unser Plan für heute Nachmittag. Wir sind jetzt beim Deutschen Museum und haben leider verpasst, dass wir eigentlich Online-Tickets hätten buchen sollen. Christian versucht es jetzt gerade noch kurz. Ich bin guter Dinge, dass es klappt. Ja, das war jetzt irgendwie ein Satz mit X. Es gibt tatsächlich keine Tickets mehr für heute. Ich habe im Internet leider nichts gelesen, dass wir hätten Online-Tickets reservieren müssen. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Luisa springt hier gerade ein bisschen durch die Pfützen. Immerhin hat sie Spaß. Vielleicht gucken wir jetzt noch zum Globetrotter, der ist hier um die Ecke und ich hatte Christian geschenkt, also zum Geburtstag geschenkt, dass er sich noch eine Wanderhose kaufen kann. Vielleicht machen wir das jetzt einfach noch kurz und dann gehen wir einen Kuchen essen oder so. Ah! Wir machen hier jetzt gerade ein bisschen Pause. Luisa hat im Museumsshop noch Knete bekommen. Und dann haben wir hier einfach noch ein Wasser, ein bisschen Milch. Ich wollte eigentlich ein Glas geschäumte Milch, aber jetzt ist es so eine kleine Tasse geworden. Christian, aha, Luisa schnappt sich den Keks von Christians Cappuccino. Und hier haben wir noch eine Amaretto. Breze. Eine Breze und eine Apfeltasche. It's the same old sun. The same old
side. The morning breaks to leave behind the night I need to get einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade alle am Fertigmachen. Das Wetter ist heute ganz anders als gestern. Es ist wirklich schön Sonnenschein und es sollen 25 Grad werden. Dementsprechend haben wir auch unseren Tag geplant, weil wir jetzt nicht allzu viele richtig, richtig schöne Tage während unseres Urlaubs haben. Da müssen wir das dann schon ausnutzen. Jetzt, wie gesagt, machen wir uns gerade fertig. Bin ein paar Sachen am Packen und dann werden wir erstmal nach München reinfahren. Ich habe Christian zum Geburtstag geschenkt, dass er eine Wanderhose von mir bekommt, weil er keine hat. Und weil wir jetzt nach Österreich fahren, dachte ich, bietet sich das an. Und es gibt in München einen großen oder ein großes Sportgeschäft, das halt auf Wanderausrüstung spezialisiert ist. Da werden wir jetzt erstmal hinfahren. Und dann fahren wir raus nach Iffeldorf. Dort gibt es das Gut Eiderbichel. Das ist ein Gutshof für Tiere. Ist insofern super, weil da Mamba mit kann, also auch freilaufen kann teilweise, weil Luisa natürlich eine Menge Spaß haben wird bei den ganzen Tieren. Da gibt es Lamas, Alpakas, Gänse, Rinder, Schweine, was haben die noch alles? Also die haben alles, alles Mögliche, genau, sogar ein Honigbär. Also wir sind gespannt. Ich war dort selber noch nie, wo ich aber war, und das werden wir danach noch machen. Ich glaube, ich habe gerade einen Fussel irgendwie an der Lippe. Das werden wir danach noch machen. Das ist direkt dort, das sind die Osterseen. Superschöne Seen, wo man baden kann und wo man einen Blick in die Berge rein hat. Ich hoffe, das Wetter passt. Mein bester Freund kommt danach, der kommt zum See, dass wir alle so noch ein bisschen gemeinsam dort einfach ja, Zeit genießen können. Und ja, ich hoffe einfach, dass das Wetter wirklich so gut ist wie angesagt und dass wir den Tag richtig schön nutzen können. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen zusammengepackt, die wir gleich mitnehmen. Das darf die Luisa gleich anziehen. Dann haben wir hier einmal einfach Windeln und Feuchttücher, dann zwei Handtücher, wenn wir wirklich im See baden gehen sollten. Einmal Wechselkleidung und hier mein Badeanzug und Luisas Schwimmhöschen, ja? Die Kraxe werden wir heute auf jeden Fall auch wieder mitnehmen. Ich bin gestern mal ein bisschen damit rumgelaufen und Christian auch, unser erstes Mal quasi. Und Luisa hat es geliebt, aber es ist echt schwer, so 13 Kilo auf dem Rücken zu haben. Also wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Training. Ich habe jetzt heute auch richtig so Bauchmuskelkater und meine Beine haben gestern Abend dezent gezittert. Also ja, wir brauchen da einfach noch ein bisschen mehr Ausdauer, glaube ich. Wir sind jetzt beim Gut Eiderbichel angekommen und werden jetzt erstmal was essen. Ich hoffe, da drin gibt es was. Es steht im Internet. Aber zu Corona-Zeiten weiß man ja nie. Und dann werden wir uns erstmal die Tiere anschauen. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark, with every move I make you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every breath we take you're falling. Baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady. Not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Mich würde das mal interessieren, was passiert, wenn man die Mamba ableint. Ja, solange sie aber da zum Ausgang rausrennen kann. Ja. Meinst du vor lauter Panik? Also da ist Strom drauf, das hört man auch. Da, wo es so knistert. Hallo. Jetzt hat sie es genau umgedreht. Das sind Ponys, Luisa. Mamba muss überall dran schnüffeln. Da hoch komm ich. Ja, da kannst du gut hochklettern. Das schaffst du. Du schaffst das. Ist bestimmt noch ein bisschen heiß, oder? Wir sind hier gerade super lecker am Essen. Luisa hat Spaghetti Bolognese. Ich hatte ein Kartoffelcurry. Christian hatte auch was Leckeres, wie man sieht. Das ist alles weg. Es waren Semmelknödel, glaube ich, mit Rahm-Champignons.
Und wir hatten leider auch einen kleinen Unfall hier mit einer dezenten Überschwemmung, aber es gibt Schlimmeres. Sehr sympathisch übrigens, dass die Gerichte hier natürlich ohne Fleisch sind. Also Spaghetti Bolognese jetzt, ich glaube, das ist Sojahack. Und die anderen Sachen wissen wir jetzt nicht, aber es gibt hier natürlich kein Schweinefleisch oder sowas. Es wäre auch irgendwie komisch bei so einem Gutshof, wo Tiere gerettet werden. Also ich finde das sehr sympathisch hier. Bisschen grau und bisschen weiß und bisschen schwarz. Ganz zart streicheln, ja? Hallo. Ja, genau. Kühe rein. Boah, so viele Kühe, Luisa. Guck mal, was der für ein Horn hat. Thank you.